Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Mit Jonas sind wir auf der Höhentour hier immer noch. Ja, es geht. Und es geht direkt weiter. Herz flattern, Herz kaspern, Herz zottern. Ja, richtig. Also es ist hier intensiv. Hier sollten wir noch erkunden, ne? Genau, es ist sehr, sehr intensiv. Also bis jetzt sind wir beide noch am Leben. Mal sehen, wie lange noch. Vorsicht, dein Instant-Skelett, pass auf. Dias, Dennis hier. Ja, nice. Übrigens, Jonas hat mir die Dias noch am Ende des letzten Parts nach der Aufnahme noch gegeben. Wir haben jetzt 16 Stück und wir beide haben den Erfolg Diamanten für dich noch bekommen. Das ist halt ausgerechnet passiert. Dennis, 8er-Quelle. Wow, nice. Hier ganz schnell mal hier um die Ecke. So, komm her, wo bist du? Warte. Alter, ich seh dich. Ich hab auch nochmal Dias. Bitte nicht in mich reinlaufen. So. Ja. Vorne kurz ab. Jo. Vorsicht, Skelett. Nur zwei? Okay. Schau nochmal. Nur zwei. Okay. Na gut, egal. Oh lol. Pass auf. Weg von der Lava, Jonas. Okay. Boah. Manchmal kann es nämlich sein, dass man so lange brennt, dann stirbt. Geh du erstmal da weiter, ich schau mir nochmal die Höhle hier genauer an. Der Creeper. Schön immer weg. Ja. Und hier gibt's nichts mehr. Okay. Hast du den Creeper gehört? Mhm. Ja. Der ist schon entfernt. Explodiert also und nichts passiert. So. Wir können ja theoretisch dann, wenn wir hier fertig sind, dann zurückgehen. Aber solange wir hier noch Höhle haben, würde ich die Höhle auch gerne wirklich ausnutzen, sozusagen. So schnell. Boah, hier gibt's gerade 4 Gold. Ich baue das mal ab. Jo, ich geh mal weiter. Oh, Sackgasse. Warte. Dann geh ich nochmal zurück. Du musst gleich aber nach Hause, ne? Jo. Kein Essen mehr oder was ist? Nee, Spitzhacken. Achso. Ja, ich hätte notfalls nur einer. Oder wir machen uns hier einen Ofen und ich brenne kurz Eisen. Ah nee, ich wollte sowieso so langsam nach Hause. Das war ja eine schöne Höhlentour. Dann werden wir uns. Und auch erfolgreicher. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen erstmal den Weg hier, das Wasser da hoch. Versuchen erstmal durch normale Höhlen hochzugehen und mal sehen, wie weit wir kommen. Vorsicht, über uns ist eine Mine. Das passt schon, lass. Komm meiner Nase lang. Jo. Du bist an der Spinne vorbeigelaufen. Ja, aber solange es mir doch nichts tut. Ja. So. Ich habe jetzt die Koordinaten nicht direkt parat, aber wir kriegen die schon noch raus. Also. Da irgendwas mit 660?Ja, das war glaube ich die Z-Koordinate und X-Koordinate war irgendwas mit 1000. Kiste. Zwei Dias! Ja, nice. Nun kann nämlich auch mal mit in das Boot. Gut. Ja, ich gehe mal hier hoch. Ich habe auch 22 Level. Mhm. Okay, da geht's runter. Nein, und das müssen wir. Lass uns hochbauen, oder? Genau. Nicht direkt über dir, nicht dass Sand oder so runterfällt, sondern zur Treppe bauen. Okay. Mach eine Treppe. Ja, guck mal, wenn du jetzt einen Block über dir immer abbaust und über uns ist Sand oder Kies oder so, dann wirst du zerdrückt. Da ist sogar gerade Kies. Oh. Oh, Wasser. Okay. Komm nur nicht vorwärts. Achso, okay. Ich geh nochmal zurück. Lass nämlich kurz mal das Kies hier abbauen. Mhm. Meine Dennis! So. Weiß gar nicht, was du machst. Du hast irgendwie auch hinter uns zugebaut? Ich hab da nichts zugebaut. Auf jeden Fall konnte ich gerade nicht mehr raus. So. Was? Komm jetzt. Wir sind mitten im Ozean. Okay. Aber wir kommen hier hoch. Wird nur ganz kritisch bei mir. Ah, passt schon.
Ja, hab's. Wunderbar. Bin oben. Ja, ich komme jetzt auch hoch. Guck mal, so schnell kommst du mit mir an Land. Ja. Komm her. Also kurz was essen. Da hinten ist doch gleich eine Wüste. Ist das unsere Wüste? Ich schau mal kurz auf unsere Koordinaten. Es geht auf jeden Fall in diese Richtung da. Das auf jeden Ja, Fall. das habe ich schon festgestellt. Dann komm mit. Ich bin auch schon drüben. Ja gut, da könnte man auch rübergehen. Ist vielleicht so ein bisschen schlauer als der Weg, den ich nehmen wollte. Ich Aber warte aber egal. auf dich. Ja. Ich habe auch einiges an Eisen, Kohle haben wir ein bisschen. Ich habe auch Krone noch. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns so gesehen erstmal ein Lager aufbauen. Bedeutet auch dementsprechend ein Haus bauen. Muss nicht unbedingt schön sein. Wollten doch im Villager-Dorf bleiben. Natürlich, aber ich würde auch gerne ein größeres Haus haben, wo man dann auch mit mehreren Funktionen da stehen dann unsere Betten mit Kisten und so, wie ich das halt in meinen letzten beiden Staffeln auch hatte. Dann müssen wir alles Wichtige von der Truhe mitnehmen. Na klar, wir bauen das ja direkt am NPC-Dorf auf. Ach so, na dann geht das ja Genau. noch. Ach Mensch. Ah, das Ding haben wir doch in der letzten Ups. Folge gesehen. Ich sehe schon kommen, dass ich durch dich sterbe, durch deine Hand. Es wird Nacht, daher müssen wir uns gleich schlafen legen. Ach ne, wir gehen jetzt hier einfach durch Nacht. Nee, lass uns schlafen. Warum? Monster und Du bist immer so. viel zu vorsichtig. Ja, ich in Ne, ich gehe jetzt Minecraft-Hardcore. weiter, du kannst alleine schlafen. Leg dich jetzt hier schlafen. Danke. So, mal kurz auf die Koordinaten schauen. Ja, wir müssen auch weiter in die Richtung. Folgst du mir? Ja, ich bin hier. Wäre noch geil, wenn wir jetzt hier auf dem Weg eine Pyramide finden. Aber wir haben ja die Wüste hier schon erkundet, also denke ich mal ja weniger, dass man hier noch irgendwas finden kann. Da war es NPC-Dorf, aber es war nicht unseres, richtig? Ja, glaube ich, oder? Wo? Warte, da ist Zuckerrohr mit angebaut. Doch, das ist unseres. Das ist unseres. Zuckerrohr nehme ich nur wir. Okay. Dann sind Immer noch wir. kurz einen Creeper umgebracht. Ja. Dann sind wir jetzt doch schon zu Hause. Das gefällt mir. Und dann kann ich mich gerne darum kümmern. Um das Haus. Warte kurz, bin ich da. Ja, ich bin halt hier und du weißt, wo hier ist. Von daher. Gehe ich schon mal hier ins Haus und pack mal das ganze Eisen und ein bisschen Kohle hier rein. Kohle habe ich gar nicht. Ich habe kaum Kohle mitgenommen. Egal. Wir haben offenweise Kohle noch hier, das ist schön. Da ist noch Essen drin. Haben wir ein bisschen Erde? Nein, haben wir nicht. Shit. Weil ich würde gerne ein paar Bäume anpflanzen. Haben wir Setzlinge? Auch nicht. Jonas, hast du Lust, So, bin den. wieder da. Achso, okay. Ich hab's doch gesagt, ich bin weg. Ich dachte, du meintest in-game, dass du kurz nochmal woanders bist. Nee. Hast du vielleicht Lust, mir ein paar Setzlinge zu besorgen von Eichenholz oder so? Oder hast du auch was anderes vor? Wozu denn? Wir können auch da Akazie abholzen. Ja, ich würde aber gerne Eichenholz haben. Och, Dennis. Wir bauen das jetzt mit Akazie und fertig ist. Gut. Ob Aber Akazie oder nicht, trotzdem, das ist doch jetzt dann scheißegal. kannst du mir ein paar Akazienholzsetzlinge holen. Ja. Mit bisschen Erde. Fangen wir schon mal an, einen Ort zu suchen, wo wir hier Ich mach das. jetzt erstmal hier kurz mit Inflair. Na klar, mach das. Ja, Steinachs sollte doch genügen, oder? Natürlich, also ich habe auch Steinaxt. So, ich brauche noch eine Schaufel. Ach, ich hab jetzt eine Pickaxe gemacht. 28 Dias haben wir, bedeutet einer könnte sowas schon Hier haben richtig. und der andere Schuhe. Ja. Also, lass uns erstmal Dings machen. Rüstung. Ach, Schwerter und Bogen. Ja, ist eigentlich egal, was man zuerst macht. Wir werden das sowieso dann in die Truhe packen, bis wir den Enderdrachen besiegen. Wir werden hier nur mit Eisen herumlaufen. Aus dem vollen Grund,
Weil nicht, dass die Rüstung abgenutzt wird und dann, wenn wir später dann wirklich zum Ende dran kommen, ist die Rüstung kaputt. Und, oder auch das Schwert, wie auch immer. Das muss ja auch noch verzaubert werden. Wenn wir dann irgendwann später Diamanten übrig haben, dann ist das kein Ding. Dann können wir selber auch für unsere Zwecke hier Diamantrüstung herstellen und die auch gleich anziehen. Du hast doch da auch ein paar Eichenbäume, dann nimm trotzdem mal bitte ein paar Eichensetzlinge mit. Ist doch auch gleich hier. So. Ja, dann war jetzt auch die Höhlentour nicht mehr so lange, ist aber nicht so schlimm. Man muss sich halt jetzt auch Ich hab mal umziehen. Akazien heute jetzt hier zu Brettern gemacht, ne? Das war ich bisher, weil ich mich auch ab und zu mal hochbauen muss. Ja, aber ich brauche auch Stämme, aber ist nicht so schlimm. Ja, ich Ich. kann auch noch Stämme farmen. So ist Gut. es ja nicht. Gut. Und bei mir sind auch doch da ist ein Eichenbaum. Ich hol jetzt erstmal für dich Eiche ab. Danke dir. Bin ja auch fast mit Terraform fertig. Soll ja kein großes Haus, bei mir geht es halt einfach nur darum. Oder, was hältst du davon? Ich habe noch eine andere Idee, das NPC-Dorf, dass wir das irgendwie einzäunen und dann im NPC-Dorf alles, was im Zaun ist, ausleuchten, dass wir auch nachts über da wirklich herumlaufen können. Darum geht es mir halt einfach, dass man rausgehen kann, ohne Nee, dann dass. bauen wir schon ein eigenes Haus. Okay. Darum geht es mir, dass man halt mal in der Nacht doch mal ein paar Items holen kann, ohne dass man schlafen gehen muss und ohne dass ein Creeper um die Ecke steht. Was war nein, so hier die Kiste da, das da, das da, das da. Gesundheit. Circa 15 Minuten muss ich weg. Ja, wir werden ja jetzt eh nur diese eine Aufnahme machen. Ja, Aber weiß ich doch. gut. Aber gut zu wissen. So, ich mach Ja, noch. hab Eichensetzlinge. Ja, sehr nice. Ich bin gerade in unserem Haus, also in unserem derzeitigen Haus, und pack hier eine Truhe hin. Da werde ich alles reinpacken, was wir später für den Enderdrachen brauchen. Momentan halt die Diamanten. Ich, oder soll ich mach schon mal die. Oder das kannst du, wenn du Lust hast, kannst du das dann machen. Zur Was denn? Rüstung, die Diamanten schon mal zur Rüstung verarbeiten. Weil ich denke mal, am Hausbau wirst du dich eher weniger beteiligen. Warum? Keine Ahnung. Siehste. Akazien-Setzlinge auch mitnehmen? Ja, jegliche Setzlinge, weil wir sind halt in der Wüste und ich habe keinen Bock, immer jedes Mal da hinten hinzulaufen. Ich kann hier ein paar Bäume dann an, die dann wachsen und dann haben wir ein bisschen Holznachschub. Ich weiß jetzt bloß nicht mal, wo ich alles abgeholzt habe. Ja, ich Hier sind. sehe ich noch. Hier sehe ich noch ein paar Setzlinge. Ich habe jetzt 8 Akazien und 4 Eichen. Das reicht, das reicht, das reicht. Ging ja den Scheiß. So nach dem Motto. Moin. Warum ist meine Lautstärke so leise eingestellt? So, wohin? Wo bist denn du? Wir haben Haus. Im Haus. Bin hier. Mir einfach geben. Und Erde? Habe ich nicht. Solltest auch Erde mitnehmen. Ja, habe ich Egal. jetzt aber nicht gemacht. Dann gehe ich noch mal kurz. Oder warte, hier ist sowieso ein See. Oder ein bisschen Erde hier unten. So, 2 Brustpanzer, 2 Helme sind bisher fertig. Gut, dann einfach in die einzelne Truhe da packen. Ja. Wird sogar einfacher zu zweit den Enderdrachen zu besiegen. Also alleine wäre es eine größere Challenge. Aber trotzdem kann da einer abkrepeln. Bin sowieso gespannt, wer von uns beiden als erstes sterben wird. Und Glaub wir. nicht. Ja, kann sein, aber es kann auch einfach ein Unglück passieren, sozusagen. Einfach ein bisschen Pech haben. Und dann ist auch Ende im Bisschen Gelände. Pech. Bisschen Pech.
bisschen Pech. Bisschen, ja. Ein bisschen Pech. Boah, ich glaube, dann ist das Haus hier wäre sogar noch ein bisschen größer als unseres gewesen, aber passt schon. Hier sind auch noch Bücherregale, die können wir noch nehmen. Ja. Ich hab. Ist hier bei dir ein Erdblock hier vorne vor mir? Nein. Eben war hier ein Erdblock, ich wollte da gerade ein Setzling draufsetzen, ist der weggegangen. Aber ich hab Knochen mehr. Ja, nice. Ich brauche momentan mehr die Eichenbäume, also. Wenn du... Ja, ich hab jetzt gerade keine Knochen mehr, warte. Okay, nicht so schlimm. So, dann kann ich das nämlich gleich hier abholzen. Ich habe ja doch nur 19 Knochen. Ja, kann ich alles verwenden. Nö, ich habe jetzt nochmal 9 Knochen mehr gemacht. Gut. So, hier ist noch ein Eichenbaum. Hier ist noch ein Eichenbaum. Wir machen die Wüste grün. Hier ist noch ein Eichenbaum. Wunderbar. Oh, der ist mal hier ein bisschen größer. Wir sind sehr vorbildlich. Wir pflanzen Bäume in der Wüste. Wir halten die Wüste auf. Ich hab sogar gleich 22 Level. 23 meine ich. Ich hab 13 momentan. Ich hab 22. Was wir ja auch noch brauchen, ist ein Verzauberungstisch. Das heißt, wir brauchen noch Obsidian. Ich hab noch 2 Dias übrig. Hast du Lust mit einer Diamantspitzhacke? Achso, 2 Dias reichen ja nicht für eine Diamantspitzhacke, stimmt. Behält. Ja, alles gut. Gut, müssen dann wir nochmal Dias farmen gehen. Geht auch. Wollen wir dann, willst du alleine gehen oder soll ich mitkommen? Ich weiß, ich glaube zu zweit wäre schon besser, oder? Genau. Dann würde ich sagen, wir machen hier in diesem Part erstmal soweit alles fertig, sind ja eh nur ein paar Minuten und für den nächsten Part planen wir ein, dass wir die nächste Höhlentour machen. Ja. Alter, scheiß Villager, ring mich auf, Alter, piss dich raus hier. Sehr profibauhaft von mir. Boah, jetzt diesen Eingang hier zu, ey. Dass die Villager nur noch hier reinkommen. Ja. Und hier, guck mal, da kannst du dann hier drauf springen. Und dann kannst du hier rüber gehen. Gut. Da können die Villager wieder rein. Wenn du es so machst. Das wieder abbauen. Und dann da vielleicht drinnen noch einen Block, dass man auch wieder rauskommt. Es wird gerade eh Nacht. Dann gib mir doch die Blöcke. Du Held. Also ich hab. Wo ist mein Bett jetzt? Schön an der frischen Luft. Ja, heutzutage, also momentan hier im Sommer, auch nicht schlecht im Movie Life. Einfach mal draußen zu pennen. Habe ich sogar schon überlegt, ob ich es machen soll. Was hältst du davon, das Haus mit der Terrasse hier zu verbinden, dass wir hier dann auch noch so einen Eingang ins andere Haus haben? Dann ist das so ein bisschen verbunden mit. Ja, passt. Gut. Okay, das. Gut, dann ist dann. Dann jetzt nach vor. Naja, ich baue jetzt hier weiter erstmal kurz noch am Haus. Und wie gesagt, das wird ja nicht groß, das soll ja auch kein Aufwand werden. Dafür gibt es mein Minecraft-Let's Play, wenn Leute Bock haben zuzusehen, wie man ein Haus baut. Das soll einfach nur funktional sein. Bedeutet, du kannst, wenn du Lust hast, mit Akazienholzbrettern hier die Wände schon einrichten. Ich hab gar kein Akazienholz. Jetzt hast du aber was. Also... alles hier befüllen. So gesehen, ja. Vielleicht, dass man noch Fenster drin hat. Und dann passt das. Ja, danke für die Nachricht. Ja, nochmal. Ja, gell. Guck mal, unsere Bauart, unser U. Ne, O. Ja. Bleibt der Standard hier. Genau. Dann geht das bis hierhin. Oh. Wie gesagt, das wird ja nicht groß, also von. Wurde auch angeschrieben. Ja, ich wurde nicht bei mir gab's eine Windows-Meldung. Oh, ein Apfel? Wurde abgeschrieben. Äpfel. Okay. Äpfel immer sammeln wegen Goldapfel. Ja, weiß ich. Nur da hinten, wo ich war, hat keiner einen Apfel gedroppt. Ist ja nicht so schlimm, ich habe gerade nämlich einen Apfel bekommen. So.
da. Ja. Passt. Zwar jetzt nicht so ultra mega symmetrisch, aber. Pff. So, ja, ist so, nur so ein kleines Biss aus hier. Genau, und kann man ja notfalls immer nochmal umändern. Hier ist noch die eine und dann werde ich kurz auf der anderen Seite hier nochmal. Genau, hier. Komm, wenn du möchtest, kann ich ja auch gerne noch. Guck mal, Dennis, ganz kurz. Mhm. Das stimmt, da ist ja kein Lego mehr drin. Ha! Richtig. Hab mich gerade schon gewundert. Was machen wir jetzt? Da könnte ich hier, hier auch noch zwei solche Löcher machen. Ja, genau, genau, das passt doch. Ja. Guck mal. Wenn man hier noch zwei wegnimmt, ein Dreier. Boah, alter Villager, nerv mich jetzt nicht. Wenn man hier eine Dreierbeute als Fenster hat und hier drüben auch, dann ist das wiederum symmetrisch. Dann passt das ja wieder. Ja. So easy. Ja gut, wir haben die einzelnen. Komm, warte, warte, dann müssen wir aber hier die zwei noch abbauen. Genau. Dann passt das ja. Ja. Wir haben jetzt 21 Minuten geknackt, bedeutet, wir können jetzt so langsam zum Ende kommen. Aber ich will jetzt hier noch kurz mein Holz verbrauchen. Na klar, mach das. 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt 1. Da, Fenster hin, 1, 2, hier kommt ein Fenster hin. Und hier alles dunkel. So. Okay. Oder? Warte mal. Hier kommt noch ein Fenster hin. Ja. So. Jonas, kurzer Vorschlag. Was hältst du davon, wenn wir es lieber so rummachen? Ja, dann mach ich jetzt so. Zack. Genau. Passt dann besser, wenn man hier eine Wand hat. Aber ey, passt. Wunderbar. Wir sind dann in diesem Part auch schon mal schön weit gekommen wieder. Das Hausbau. Der Hausbau sollte vielleicht jetzt nur zwei Parts einnehmen, denke ich mal. Werde ich mich dann mit drum kümmern. Und ich denke mal, Jonas, du könntest dich dann später um Verzaubern kümmern, sobald wir dann im nächsten Part Diamanten holen. Ja, habe ich kein Problem mit. Gut, dann können wir unsere Aufgaben so ein bisschen einteilen. Dann passt das. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, würde ich sagen, oder? Wollen wir uns wieder da hinstellen im Haus oder hier draußen? Warte, ich mach mal kurz einen Zauntor noch. Wir sind echt eine Klugheit. Ja. Und ich, Alter, ich töte jetzt hier die ganzen Villager. Schau mal vorher, was die haben. Nicht, dass wir ein paar Emeralds da und dann. 28 Papier für einen Emerald. Was? 28 was? 28 Papier. Das könnte man später eigentlich noch ganz geil gebrauchen. Und 9 Leder für einen Emerald. Gut, dann töte ich den mit 28 Papier. So, ciao. Gut. Bin eh nix. Komm. Ach, hier ist jetzt so, stimmt. Da muss ich mich da jetzt auch ein bisschen reingehen. So, hier. Bam. Gut, passt. So. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Minecraft Hardcore. Bye bye. Ciao, ciao.